Moin Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warband. Wir wollten ja zu den Rodox, aber ich habe mich ein bisschen schlecht gemacht hier bei Rodox und habe dann nochmals den Part neu angefangen und habe bei den Swadien angefangen. Hab da ein bisschen Probleme gemacht. Ich bin im zweiten Part dann Vasall geworden und bin gegen die Nords in den Krieg gezogen. Aber das war sowas von teuer, dass ich auch gesagt habe, nein, Parts abbrechen. Ich werde jetzt alles nochmals kurz machen. Und weiß das deshalb auch, was ich so genau machen will. Auf jeden Fall müssen wir an Geld kommen und das können wir nicht, wenn wir Vasall werden sofort. Ich denke mal, wir gehen nach Uxar kurz. Und dann erkläre ich euch das mal ein bisschen. Es ist so, die Swadien sind ohne mich nichts. Fehlen ja viele Dinge, zum Beispiel Ribelet. Und ja, jetzt gerade momentan nichts mehr, aber sonst haben ja die da irgendwie Dirim mal verloren und so. Und wenn ich dabei bin, machen sie alles. Aber geben mich nichts ab. Also, ich kann nichts verdienen. Ich muss die ganze Zeit irgendwelche Dörfer ausnehmen und so Sachen. Und kann nicht mithelfen. Also nicht ausnehmen, sondern einfach erkunden. Machen wir die Quest kurz. Ja, da habe ich natürlich nachgeschaut, dass man da eine Quest bekommt. Sonst würde ich ja fast nichts kriegen. Und hier ist eine Karawane mit Warnachen. Oh. Wollen wir das kurz machen, hä? Gut. Solche Quests sind eigentlich easy. Okay. Dann haben wir hier nicht viel Zeug. Die sind einfach ein bisschen bankrott überall. Und Brot ist ja nicht so teuer, aber geht. Also das sind die jetzt. Gut. Muss ich? Ja, ich muss ziehen. So, dann haben wir nämlich hier ein Dorf. Ich helfe den kurz. Okay. Peinlich. Hauen sie einfach ab. Oh, jemand, der mich kennt. Ich habe viel von euch gehört, man sagt. Eure Waffenkundigkeit ist selbst den tapfersten Männern ebenbürtig. Vielleicht werde ich eines Tages meinen Mut mit den euren messen. Sei es in einem Turnier oder auf dem Feld der R. Ja, du wirst wahrscheinlich fett drankommen. Gut. Können wir den noch einfach holen? Ich werde jetzt wahrscheinlich das nicht machen. Lieber hier hinten durch. Der wird sowieso besiegt. Ja, wenn er einen Hain holt. Auf jeden Fall müssen wir eigentlich nur bei ihm sein, nicht allzu weit nach vorne gehen. Sondern haben wir noch hier Ilion da, das ein sehr schönes Dorf ist und das möchte ich ein bisschen supporten. Auf jeden Fall bekommen wir mit ein paar guten Quests ungefähr 25 Ehrepunkte. Ehrepunkte. Beliebtheitspunkte im Dorf. Und ja, das macht schon viel aus. Hä? Auf jeden Fall muss ich jetzt ein bisschen näher. Damit. Du musst hier entlang. Komm jetzt, sonst schlafe ich noch ein. Hallo? Wir sind jetzt rein. Müssen wir rein, aber ich kann nicht rein jetzt. Ist doch Brown gewesen. In die Stadt. Muss man wirklich da rein? Vielleicht muss man mit dem Händler reden.
Mit dem Gildenmeister. Ich habe so eine Quest noch nie gemacht. Ich kann nie. Ich mache von Händler. Also den Gildenmeister nie Aufträge, weil ich nie dazu gekommen bin, beziehungsweise einfach immer Sachen von den Anführern oder Dörfern und so annehme. Jetzt muss ich mal suchen, hä? Ist irgendwie anders als das letzte Mal? Keine Ahnung. Da oben? Nein. Der ist doch nie irgendwo oben versteckt. Doch. Okay, ich erinnere mich, dass er da war. Das war schon so lange her. Zurückbringen. Nein, sorry. Die nehme ich nicht an. Ja, geht jetzt bitte rein. Du musst reingehen. Steht irgendwie, wie lange wir brauchen. Nein. Nein, es steht nichts. Gib mir jetzt mal diesen Kerl. Vielleicht in die Burg. Hä? Die Schenke. Reisender. Marktplatz. Was haben wir hier? Schrott. Schuhe. Oh, Schuhen. Wenn ihr das kennt, dann seid ihr gut. Das ist von einer... Von Tefa Tatar ist es, glaube ich. Ich will jetzt endlich, dass du... Wow, jetzt geht's! Beste Quest! Benehmt euch, wenn ihr innerhalb der Mauern seid und ihr werdet keine Schwierigkeiten bekommen. Ja, dann... Was müssen wir jetzt? Hä? Wieso sind wir jetzt beritten? Vielleicht ist es ein Quest, die... Ja, man sieht's. Nein, das ist einfach ganz normal. Dann gehen wir zum Gildenmeister wieder. Oder ist die Quest total verbuggt? Ist ein bisschen böse, dass die Entwickler da nichts gemacht haben. Liebe Bannerlords, hä? Sogar noch der Englisch. Boah, aber das ist zu teuer. Nein, nein. Aber immerhin können wir. Ja, und jetzt müssen wir nochmal zum Gildenmeister. Oh, bestes Game manchmal. Also wenn ihr schon ein bisschen erfahrt seid, dann würde ich euch Floys Mod empfehlen. Den habe ich auch schon Let's Played. Da ist dann wirklich alles relativ gut. Aber ich will ja alles relativ Vanilla haben für das Let's Play. Da mache ich es jetzt auch nicht anders. Ja. Ich kann nichts machen. Ist die Quest weg? What? Muss ich jetzt wieder zurück? Denk schon. Expired heißt fertig, oder ist... Nein, expired hört irgendwie wie, dass der Krieg langsam kommt oder so etwas. Aber exp ist meistens nach dem Krieg. Also ist das wahrscheinlich schon. Sooner. Wenn wir schon hier durchgehen. Ah. Also wieder stoppen.
nochmal stoppen. Könnt ihr durchlesen. Die anderen müssen nicht stoppen. Und ja. Die quasi nehmen das gleiche. Bei jedem Spiel. Also bei jedem neuen Anfangen oder Laden. Kosten die das gleiche. Ja, jetzt müssen wir noch kurz Waschetour. Du bist der Reiter, Bogenschießen. Dann machst du heute mal ja Bogenzugkraft. Gut. Machen wir den höher. Schon wichtig, dass der höher geht. Hatte die sowieso. So, also ich rekrutieren diesen Nativ. Und wir müssen irgendwo von einem Dorf dann nehmen. Wir gehen jetzt direkt nach Noma. Jetzt das Dorf überhaupt noch ist, ich denke schon. Also wahrscheinlich ist es doch Krieg geworden. Nicht Krieg beendet. Pff, kann doch sein. Wenn die das nicht deutsch übersetzen, dann habe ich halt auch ein paar Problemchen. Ja. Ist ja einfach. Warte, kurz die Kleinen noch ein bisschen höher machen. Sklavenjäger kann so bleiben. Der ist mir nicht so wichtig. Also einfach so, dass man nicht zu viel zahlen muss. Hallo. Ich gehe zu Fuß, die anderen können vorwärts. Das sind alles meine Diener. Die werden alle sterben. Nein, nein. Ein paar werden bewusst das natürlich. Links, rechts, vorne, hinten. Hacken, bis das Blut gerinnt. Ach, Kergitreiter, bist du schwach. Ei. Der Alien ist auch gestorben. Das ist doch der Bogenschütze. Ist zu laut. Ich muss wieder leiser stellen. Das Spiel, das immer lauter wird. Egal, ob man den Ton leiser macht oder lauter. Es wird immer wieder lauter. Also immer ablehnen. 8 ist es jetzt. Einige Soldaten können befördern. Das ist nochmal. Quest verändert. Optionen. So. Uxal. Jetzt gehen wir Banditen hier haben, oder? Habe ich da nicht noch irgendwas? Ich gehe hier durch, da man hier spawnt. Wo war der? Der war nicht hier. Renn doch, Mäuschen. Nicht kicken. Hm. Das ist das Gefängnis. Alter Bauch. Die Hunde bellen. Ist wahrscheinlich immer so, dass die Hunde manchmal bellen am Morgen. Aber auf jeden Fall hat das doch was irgendwas mit der Stimmung zu tun. Oder täusche ich mich? Hey, ist das falsch? Wo war der? Das ist nicht mehr Praben. Ich kann mich nicht mehr orientieren. Ah, da. Also doch, auf dem anderen Weg eher besser. Mhm.
den Rand des Ruins. Ich mach das irgendwie kurz. Aha, nein, das ist eine Scheißkiste. Sorry, aber da kann ich jetzt nicht. Ja, ja, hat die Schnauze. Okay. Also, bevor wir eben dieses Dorf ein bisschen besser machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer Fürst von diesem Dorf ist, aber es sieht einfach cool aus. Ich habe es jetzt noch nie gemacht. Deshalb gehen wir jetzt mal kurz Banditenlager sammeln, killen immer wieder. Und hier habe ich gedacht, sind die Banditen, weil da so viele sind, aber es ist hier, irgendwie da mitten im Wald. Delinat. Der Delinat hat übrigens die Seitengewässer Süden Nords. Ja, da ist das Banditenlager. Mal kurz schauen, ob hier jemand langsames ist. Der da, Waldbanditen, komm. Nein, hör doch nicht schon ab. Ja, greif ihn an, du bist schneller. Los, hopp, hopp. Ries, ja, der Ries ist der von diesem unteren Dorf. Das da hinten, hinter dem Ilia. Gut, den habe ich. Das ist ein Endeschuft. Wir machen das schön taktisch. Wir gehen hinter diesen Baum. Steigen ab. Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen reinfinden. Und dann zum Angriff. Die Poletten werfen schon ihr Speer. So macht man das taktisch, also so richtig fetzen. Nicht warten, bis die Reiter nicht mehr ihre Ansturm haben. Sie fliehen, die Nahen fliehen so richtig schwer. Haben doch keine Chance. Hab noch einen gekriegt, der ein bisschen genervt hat. Die, seinem Gestoppe. Oh, ist ein bisschen hart, hä? Das sind noch Waffenknecht, nein, Landsknecht, glaube ich. Swardischer Ritter, ja. Das sind auch ein Swardischer Ritter. Okay, machen wir weiter. Waldbedienten gefangen nehmen. Ich brauche ja das Geld. Slave Crusher. Sklavenaufseher. Fußsoldat. Machen wir Slave Crusher. Eins hoch. Dann Slave Crusher. Nochmal drei Slave Crusher. Gut. Ne. Ja, okay. Da. Ist zu wenig Geld. Gelb? Puh. Hallo? Hey, du wohnst da hinten, da in der Wüste. Was machst du? Unterstützen? Probieren wir noch eins mal angreifen. Wir sind halt langsamer jetzt, aber ich möchte jetzt nicht direkt kurz schon die Stadt. Burg Dramuk. Oh, Burg Dramuk ist wo? Ich sehe nichts. Burg Dramuk. Hi. Kenn ich doch, aber wo ist das? Die haben alles eingenommen. Ist doch irgendwo hier. Keine Ahnung.
Man hat keine Übersicht zum Finden, das ist das Problem. Ich kann nicht alles lesen und dann habe ich manchmal das übersehen oder sonst irgendwas. Aber ich bin wirklich ein bisschen blind. Das Nelag. Das muss irgendwo hier sein. Wieso wurde Burg Dramuk eigentlich angegriffen? Weg hier also? Ah, da oben, ich hab's einfach übersehen, okay. Ich wusste, dass es da oben war. Gut. Wenn man etwas überseht, weil es einfach nicht gut markiert ist oder sonst irgendwas, dann ist es schon ein bisschen nervig, gell? Wenn man es nicht findet. Jetzt haben wir nur noch einen Rekrut. Eben dieses habe ich vorher eingenommen, also eingenommen, beliebt gemacht in diesem Dorf, um es dann zu bekommen, aber ich habe es nicht bekommen. Jetzt mache ich hier einfach die Beliebtheit hoch und tu, oh, ein Turnier, machen wir nicht. Klagus. Fürst von Suno. LOL, der will mich schon. Wo ist das? Die Quests sind doch ein bisschen positiv, wenn wir so viel ja, also Beliebtheitpunkte bekommen. Und wo ist es? Hä? Hat doch gar nicht gesagt. Ach komm, ich bin auch ein Lösegeldvermittler. Ah, da müssen wir auch noch hin. Okay, dann machen wir das noch gerade gleich. Toaster. Wo ist denn Toaster? Das Weider, da war ich. Aber Toaster. Also ist das jetzt anders. Emirin. Emirin. Da oben. Dann können wir gleich noch kurz zu Rodobar. Ja, Artimänner, willst du jetzt schon wieder gehen? Ich, in jedem Part, den ich nicht hochlade, kommt diese Artimänner und wir gehen. Dann geht doch, du bist ja sowieso nackt. Au. Ja, dieses Spiel ist halt einfach sehr unerwartet, weil irgendwie sind plötzlich alle super stark. Also so wirklich eine Fraktion mega stark und die andere mega schwach. Dann kann alles passieren. Muss ich hier mit einem neuen Part anfangen, weil... Ja, ich will schon euch zeigen, aber... Das würde mich Unmengen an Parts kosten, wieder alles richtig zu machen, weil ich will ja... dass es allen gut geht. Sollen weniger Krieg machen, aber die machen immer Krieg. Das ganze Spiel ist nur Krieg. Ich will mal richtig so cool spielen, so richtig rollenspielartig. Es ist ja ein Rollenspiel-Let's Play. Einfach bin ich jetzt nicht in der Harmonika, weil ich meine Stimme überhaupt nicht irgendwie richtig weiblich machen kann. Ja, ich bin immer männlich. Ich bin männlicher als ein männlicher Männlicher. Almera? Wieso greifst du Almera an? Ah, es ist schon wieder Nacht. Ich hab keinen Bock. In jeder dieser Quests
ist es Nacht, wenn wir ankommen. Ich mag's nicht. Ich verabscheue das. Dieser Zufall. Ja, wir haben einfach mal keine Lösegeldvermittler. Gut. Zischen wir wieder ab. Er braucht keine Lösegeldvermittler. So, wir haben hier das gehabt. Seht ihr, ich bin schon recht viel weiter. Man mag es probieren. Ich eben immer wieder. Nein, nein. Ich will hier nicht Tag einnehmen, eingeben, das sieht man. Bei Swadin. So. Komm Tag. Noch ein bisschen warten, es ist erst morgen. Ja, es ist immer noch morgen, aber ich hoffe, der ist da irgendwo. Irgendwie versteckt. Das ist auch ein schönes Dorf, aber schaut, die Hügel sind nicht so. Das war. Immerhin haben sie sich ein bisschen Mühe gemacht. Er ist noch nicht da, hä? Ah, da ist er. Also frühmorgens ist er noch nicht da, wenn es auch so hell ist. Aber später. Ich wollte gar nicht schwer kämpfen, also richtig konzentrieren, aber er hat einfach so gemacht. So ein Böse. So eine böse Monika, sie hat einfach nur gemacht. Hm. Fragezeichen. Ist sie wirklich besser, als ich denke? Ich denke, sie hat einfach zu viele Skills. Ich habe sie zu gut gelevelt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt die Kampfskills hochmachen. Wir haben jetzt genug Nebenskills gemacht. Jetzt müssen wir die Kampfskills hochmachen, sonst haben wir keine Chance bei Burgen. Shop. Wieso hat es so viele Desert? Ah, ich bin immer noch voll müde. Ich kann einfach nicht schlafen, deshalb ist es jetzt gerade früh für mich. Ich sehe gerade nicht, was ist, aber 5 Uhr ungefähr. Oh, muss das sein? Talbell. Jetzt müssen wir noch Talbell. Nein. Berichte. Welchen Dispute? Minus 1000, okay. Dann muss ich noch mal kurz. What? Hm. 11 haben wir. Bücher lesen vielleicht? Was? Krass. Was wollte ich jetzt noch? Eigentlich nichts mehr. Talbell ist wo? Da oben, stimmt. Irgendwie ist das Spiel einfach immer wieder ein bisschen motivierend, aber zugleich einfach ein bisschen zu wenig entwickelt. In viel mehr Länge müssen entwickeln. Ja. So, jetzt ist der Part leider vorüber. Es ist schon 30 Minuten.
Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielleicht wieder, wir gehen auf jeden Fall wieder auf Banditenjagd. Gehen Banditenjagd, ne? So. Tschüssi.